Freunde, es ist wieder soweit. Ihr seid hier. Bei uns. Bei uns, auf unserem Channel. Wir geben uns jetzt die schlimmsten Zweckreime im Deutschrap von Boss Explosive. Mhm. Und Boss Explosive Videos sowieso immer gut. Deswegen bin ich sowieso schon mal, ja, aufgeregt. Ich auch, mega. Ich habe einfach nur Angst, dass ich wieder ausraste. Wenn ihr nicht wisst, was Zweckreime sind, dann gibt es bestimmt welche. Das erkläre ich jetzt ganz kurz. Das ist, du hast eine Line, du willst irgendwas sagen, aber findest ums Verrecken nichts, was sich drauf reimt. Deswegen redest du irgendwas, was gar keinen Sinn macht, einfach nur damit du einen Reim hast. Das oder ist halt Hausmaus zum Beispiel. Ja, nee, das ist ja kein Zweckreim. Ja, gefühlt schon. Das sind halt einfach schlechte Reime. Ja, gefühlt. Weißt du, bevor du sowas machst, kannst du auch gleich gar nicht reimen. Ja, aber Zweck ist einfach auch ein Wort, das irgendwie richtig missstaltet gefühlt und es reinpasst. Ist so. Aber Zweckreim steht ja schon im Wort. Der Reim ist einfach nur zum Zweck da, nicht weil du irgendwas damit sagen willst. Ja. Einfach ein Zweckreim. So, jetzt seid ihr aufgeklärt und jetzt geht's auch schon los. Wenn ihr mehr so Premium-Content wollt wie hier, dann folgt natürlich überall rein. YouTube, Instagram, Twitch, genau. Und jetzt geht's los, sexy people. Ich bin Rap Aristoteles, fly wie ein Vogelnest. Fly wie ein Vogelnest? Warum? Warum? Nee, ich bin wieder abgefuckt, ohne Scheiß. Warum, Alter? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Weil ich auch nicht. Das checkt ja jeder, warum das Bullshit ist. Hoffe ich. Geil. Geht gut los. An die Spitze außen. Mein Weg nach oben und du holst dir einen auf Omas runter. Was? Was? Der Granny Hunter ist am Start. Weg nach oben und du holst dir einen auf Omas runter. Hä? Wer von euch fühlt sich jetzt angesprochen? Hoffentlich keiner. Das hoffe ich aber auch. Außer ihr seid Opas. Dann ist... Okay. Das ist geil, das ist geil. You serious? In meinem Herzen herrschen Minus gerade. Darum baue ich mir mein Iglo jetzt in Zitrusfarbe. Boah. Er war jetzt angepisst, ohne Scheiß. Also, nee. Digga, du bist übel mad. Ja. Ich find's geil. Und heute gibt es bei euch Lachsfilet. Ich bekomm das Kotzen, wenn ich deine Akne seh. Heute gibt es bei euch Lachsfilet. Ich bin gerade angesprochen mit der Akne. Ja, du bist echt guter Mitstreiter. Du aber auch. Na? Ey, jetzt aber. Also hier geht's halt ein bisschen ab, ne? Man kennt auch. Ja, das Ding ist, das meiste, was ich hab, kommt einfach, weil ich mich nicht rasieren kann. Und mir dann immer reinschneidet. Ich hab die Kommentare, dass ich noch nicht rasieren kann. Danke. Weiter. Stern's Life, Industrie- und Handelskammer. Das ist der Grund, warum sie nur meinen Schwanz umklammern. Das Handwerk. Warum ist es der Grund? Das Handwerk. Warum ist es der Grund? Warte, ich muss zurück. Ich hab... Na, falsch. Stance Life, Industrie- und Handelskammer. Das ist der Grund? Hä, warum ist das der Grund? Warum siehst du meinen Schwanz so klar? Der denkt sich selbst, Sido, der Sido denkt sich auch so, oh, geil, ist eine Handelskammer drin. Boah. Aber Hauptsache nochmal Sido Front. Also nee, ohne Scheiß. Nimm mich Space, weil ich dir radikal in Arsch drehte, asoziale Jagdszenen. So, jetzt fehlt nur noch der dritte Reim. Am besten einer, der an die Brutalität der ersten beiden Reime anknüpft. Nein. Avocado-Schafskäse! Den Song kenne ich, aber der Song ist geil, Digga. Der Song ist echt geil. Digga, lass sie reden. Der ist geil. Avocado-Schafskäse. Ja, das ist halt so nice. Ja, das klang nicht schlecht, das stimmt schon. Aber der Song an sich ist echt geil. Ja, das glaube ich. Die Hook ist auch geil. Ja. Deine Freundin geht zum Misswahl ohne Grund und sie bekommt jetzt einen Pissstrahl in den Mund. No. Deine Freundin geht zur Misswahl ohne Grund und sie bekommt jetzt einen Pissstrahl. Ja, aber ich finde, da gibt es schon schlechtere Zweckreime. Also gibt es schon mehr Zweckreime. Das geht an sich sogar das schon. Das geht noch, das ist noch im Rahmen. No, man. Jetzt ist Polen offen, du hast an den Hoden stoppeln. Ich komme mit Strumpfhosen, Robin Hood, G-Style. Du hast einen Schlumpfhoden, oh mein Gott, wie geil. Richtig geil, Digga, eine Schlumpfhoden, oh ja. Den gib mir meine ab, muss ich schon sagen. Strumpfhosen. Da
fällt mir nichts ein. Mir auch nicht. Machen wir weiter. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen, aber beim Scheißen gebückt stehen. Was? Hä? Beim Scheißen gebückt stehen. Aber warum? Real Talk. Aber warum? Aber das ist Real Talk. Aber warum? Warum? Das ist deine Frage. Ja, warum? Man kann die Zeit nicht zurückdrehen, aber beim Scheißen gebückt stehen. Wem ist denn das? Immanuel Kant. Nein, das ist ja nicht zurückdrehen, was ist. Echo Fresh, genau. Warte. Warte. Du schreibst jetzt Echo Fresh? Warum? Ich will es wissen. Passt. Er schickt jetzt einfach einen Screenshot von der Line an Echo Fresh. Warte. Warum? Warum? So. Kann man nicht machen. Ich will echt wissen, warum, ohne Scheiß. Ich will wissen, warum. Ey, hau mal Freestyle raus. Okay, ah. Ihr seid hier auf Legit Witch. Deine Freundin, ich fick die Bitch. Komm zu ihr nach Hause und fick sie ohne Pause. Und danach gönn ich mir eine Ahoi Brause in meinem Glas. Digga! Tschüss! Wild, Digga, wild. Freunde, wenn's euch gefallen hat, wenn ihr euch auch fragt, warum? Warum? Dann schaut auf jeden Fall bei Boss Explosive vorbei. Er ist der Link in der Beschreibung. Und ihr dürft natürlich auch bei uns überall reinfolgen, wo es nur geht. Und kommentieren. Damit ihr uns supportet auf unserem Weg nach oben. Die ersten der Elite, merkt's euch. Genau. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Die letzten Worte liegen bei dir. Ja, schlaft gut, träumt schön. Ciao. Süß.